Hey, Schuss, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Stories, Path of Destinies. Ich bin Chester 5 und das ist definitiv ein falsches Schwert. Das ist gut zu wissen, dass wir hier... Oh, hi! Was kann ich für euch tun? Geht's euch denn gut? Komm mal her! Das wollte ich eigentlich blocken. Ich muss mir erstmal dran gewöhnen, dass ich hier... Dass das wie in fucking Rising ist. Und ich fast drauf gehe, wenn das so weitergeht. Nee, nee, nee. Das lassen wir schön bleiben. Ich kann die aus so einer Distanz kontern. Alter Verwalter. Aus der Distanz kann ich die kontern. Pair of barbecue tongs. Or even a sword. Eine Grillzange oder ja, Grillzange, Schwert. Who gives a Frank? Wer gibt da überhaupt einen Frank drauf, was man hier draus machen kann? Da könnte ich längs, aber ich wäre erstmal hier längs. Hier müsste doch in der Nähe die Truhe sein, die ich da vorhin hab leuchten. Haha, guck mal. Lecker, lecker. Erz, Erz. Sehr schön Erz. Mm-hmm. Deliciousness. Ich brauche auch unbedingt mehr Schwerter. Was ist das denn jetzt hier? Lesen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, gut. Weil über Skyripper ist ein dichten Nebel enthüllt. Die glaubenswerte Geschichte ist, die im Kaiser für Skyripper verband, danach für gut IK-Waffe verschwand. Ging er in freiwilliges Exil, um Welt von der letzten göttlichen Präsenz zu befreien? Oder war der Preis zur Ausübung göttlicher Macht? Könnte zwischen Skyripper und Iblis eine tiefe Beziehung bis eine Waffe, dickes Opfer? Meine Rituale werden bis Steinwerfen. Wenn die System Skyripper und Stylus nicht rufen können. Wenn es der Fall sein, dann muss ich sämtliche Ressourcen einsetzen, um es zu finden. Eine Waffe kann in diesem Gottverband kaum ein unschlagbares Argument, falls die Alten mir ein Stück durch den... wollen. Es liegt in ihrer Natur, es zu versuchen. Alles Götter sind unberechenbar und ich kann ihn nicht verlassen, um... Okay, danke schön. Hero Wall. Hero Sword. Ice Wall. Ice Cube. Ja, Eiswürfel. Scheißwürfel. Würfelmürfel. So, könnte ich dadurch? Was ist das denn für eine Tür? Dinkelheit-Tür oder was? Und sing. Okay, wo geht das hier längs? Noch mehr von euch. Ja, Mensch, gut euch wiederzusehen. Sing. Und sing. Did your mother tell you it's rude to stare? Snapped Renato, a little smug. A smug. Sing. Shit! Okay. Das ist super praktisch. Da sind wir welche. Sing. Du drehst dich hoffentlich nicht um, wobei es mir auch egal ist. Ich schnitze euch trotzdem kaputt. Nur um sicher zu sein. Da war doch noch einer. Ich wusste es. Super Backstab. Kann ich da hochgehen? Hier an der Seite? Schade, es sah voll danach aus, als könnte ich's. Get down! Fuck! Whoa! That could have gone better, thought Renato as he died. Du bist tot! Wo war denn der... Achso, hier ist ein Checkpoint. Ach, das sind diese kleinen Ruckler hin und wieder mal. Das ist praktisch, alter Verwalter. Alter, der Griff ist ja mal overpowered as fuck. Ich kann einfach Leute greifen und dann durch die Gegend schmeißen. Das macht auch noch gut Schaden. Okay, das sind zwei Hebel.
puzzle. Renata loved puzzles. Nee, tut er nicht. Except when he couldn't figure them out. On the other hand, if there was a puzzle, it was probably meant to keep people away from something good. So, was macht der Hebel? Ach du Scheiße. Ja, Mensch. Was ein Puzzle. Ich fühle mich richtig, ne? Ich sehe jetzt erst, was sind denn da unten diese zwei Dinge? Das sind so zwei Level, zwei Streifen da unten. Ich meine, Knopfbelegung ist auch absolut minimal, ne? Also, nur mal so, es gibt echt nicht viele Knöpfe, die man knöpfen muss. So, was machen wir denn da mal? Ein übernatürliches Stürzen. Okay, aber das klingt jetzt nicht so praktisch. Perfekter Schlag. Greife sofort nach einem Feuer. Perfekter Schlag. Das muss ich jetzt, glaube ich, nicht verstehen. Nach einem Erfolg. Die Zeit. Ruhe dir aus. Und plan nächste Aktion. Nach einem erfolgreichen Angriff. Wenn ich angreife oder wenn ich pariere? Okay, das klingt aber auch nicht schlecht. Ich muss ja häufig parieren. Mal erstmal. Kann ich das gar nicht? Ich kann nur das. It was starting to come back to him. Ah, weil ich dadurch jetzt. Completely forgot, like how to freeze time when attacking. Ist das Dash? The more he'd probably remember. Sind das jetzt Dashes? Ich kann dashen. Jesus Christ, ich kann dashen. Das war. It was. Sky Ripper's armature. The stuff that dreams are made of. Engineers' dreams, anyway. The device was intricate. No one alive had the skill to make a thing like it. How is it part of a weapon at all? He'd have to ask a scientist. But first, he'd get the second piece. Sky Ripper had a heart. A core that had come to rest on the next island. Well. There was another island he could reach. Zenobia had just invaded it with her father's Raven battalions. She must be encamped there still. But fighting Zenobia now, that made no sense at all. He'd already sacrificed one friend to get this armature, was it? He didn't need to hurry to face her. She would find him. Da ich offenbar schon absolutes Arschloch bin, he'd sacrificed his old friend Lupino to get the armature. And the armature was useless by itself. Only a series of coils and wheels. War demanded sacrifices. And he would make more before the end. He would have to choose the greatest good, no matter how much it cost him. Zenobia. Well, he would see her sooner or later, across a battlefield or a sword's point before all this was over. He was sure of that. The power was in the core. Obviously, he had to get the core. Ich bin ganz ehrlich, ich liebe solche Entscheidungen, die man treffen muss, weil du musst echt denn mal. Es wirkt immer sehr schön. Ich meine, okay, gameplay-technisch ist es jetzt nicht die Oberbombe. Das kann ich durchaus sehen. Aber das ganze Spiel, ohne Scheiß, ich habe Reviews gelesen, die das Spiel als uninspirativ empfinden, und das finde ich schon tatsächlich ein bisschen assi. And they'd be there after he'd passed into legend. Was he confronting his own unimportance? What had got into him? He was no philosopher. Anyway, who cares? He was plenty important. He was a hero. And soon he'd prove it. Ich meine, wirklich. Ich habe langsam das Gefühl, wir sind heutzutage viel zu kritisch, was Games angeht. Klar, es gibt natürlich denn unsere No Man's Skies, wo hier Sachen versprochen werden, die am Ende überhaupt nicht eingehalten werden, etc., etc. Aber ich habe oft mittlerweile das Gefühl, wir sind absolut viel zu kritisch, was Games angeht. Ich habe da mal letztens so ein Bild gesehen, was so die Skala für, ne? Like the earth had ruptured over something that had been fermenting for a very long time.
wie gesagt, was hier die Skala so von Spielkritiken angeht, so 1 bis 10. Und heutzutage ist irgendwie fast jedes Spiel nur noch scheiße. Alter, das Greifen ist voll overpowered. Ja, sehr schön. Autsch. Fuck. Entweder bin ich einfach schlecht. Okay. Ich meine, Checkpoints sind ja schön vor sowas hier gelegen. Also, das muss man dem Ganzen ja lassen. Aber ich kann nur maximal 2 damit treffen. Okay. Fuck. Ja, der Mann, man hat noch genug Zeit, den Kerl zu schmeißen, hat man aber nicht. Oh yeah, 1 hoch. Fewer and fewer trees. There are only these huge crystalline growths. Had those been here before? Yoga teleport. Birds, except for the feverish cawing of the ravens when they attacked. He couldn't smell the small animals of the forest, the mice and rabbits. Where are they gone? And he was getting hungry too. This was an unhealthy place to be. Ungesunder Ort. So, mach hier einen auf Savardo oder? Komm, wir machen mal einen auf Savardo. Skills? He welcomed them back like it was at a reunion. Ich wollte schon immer mal ein bisschen Dio sein. Ich bin sowieso kein netter Mensch aktuell. Ich lass meine ganzen Kumpel sterben. Für eine Waffe. Die bei meinem Glück gar nicht existiert. Alter, dieser Dash. Die Reichweite allein schon. Dieser Dash. So, von dem Zeitverlangsamen merke ich jetzt allerdings nichts. Fuck. Nein. Wow. Ich muss echt das nächste Mal auf Energie skillen. Oder ich muss besser werden. Okay, aber vom Kampfstil hat es echt so diesen leichten Flair von Batman Arkham. Nö. Schmier's dir ab, Digga. Der wollte jetzt auf mich zukommen, der Penner. Gibt's nicht. Oh, fuck. Ich hatte so eine schöne Combo am Laufen. Ja, nice. Das Ganze mit dem Dash zu kombinieren ist voll cool. Fühlt sich richtig gut an. Vor allem, ich dachte, das wäre... Alter, mit diesen Kristallen sieht das richtig cool aus. Der Artstyle ist fucking nice, muss ich jetzt mal... Ist das schon der Kern? The 20-sided core made him feel physically sick. Once he had sneaked into a temple of the dark art and he hadn't liked what he smelt and saw there. This felt like that. As quick as he could, he wrangled the icosahedron into the armature. The wheels began to spin, then glow. The sick feeling quickly spun away. Now he only felt sad. He had lost good friends for this war apparatus. He carried his prize back to the Farfarer. Now he had to make his next move. There was a key Imperial outpost on the Nexus. If this really was some sort of super weapon, he could use it to wreak havoc on the enemy. And if it wasn't, well, better to know that before the final battle. But maybe he should show it to some scientists first. There was an observatory on the Nexus. Maybe he should go there before he fired it. Warum sollte ich Slippy sowas zeigen? Das scheint mir keine gute Idee. Renardo had never been much of a student. At Swordfu School, he'd never read the books. Schwertfu. The pictures. And Zenobia. But weapons he understood.
His gut told him that the Sky Ripper would work great. Dieser Artstyle ist so toll. Imperial outpost. And what's the worst that could happen? The thing wouldn't work and then he'd take it to the scientists, right? Exactly. Ich meine, das Ding wird schon irgendwas abfeuern. Ich bin nun mal nicht so gut in sowas. Ja. Das ist geil. Ich versuche mich jetzt mal so mehr auf eine Schiene zu begeben. Auf der bleibe ich dann erstmal. Und dann beim nächsten Durchlauf nehmen wir mal eine andere Schiene. Dann sind wir so voll der liebe Kerl und machen Dinge. Immer noch. Geiler Artstyle. As he set out down the path. Renato wondered why the parts of the Sky River had only surfaced now, thousands of years after the Transcendent Emperor had discarded it. This Emperor, Isengrim III, had performed terrible, bloodthirsty rituals to invoke the lost gods. Perhaps that was bringing up lost artifacts. How perfect, then, that the Sky River would reappear to be his destruction. Ich find's vor allem geil, wie mir das Ding immer noch folgt. Whoop. There had to be something useful in these things, didn't there? Allein schon die Tatsache, dass die Dinger in so super kleine Dinger zersplittern. Erstmal sieht super nice aus. Und erstaunlich, dass das so gut trotzdem läuft hier. Mein PS4, ne? Warum leuchtest du? Okay, Energie brauche ich jetzt nicht mehr, aber mal gucken, ob hier irgendwo Erze drin sind. Ach, guck mal, hier ist gar nichts drin. Nice. Who needed bridges anyway? Echt mal, Brücken sind überbewertet. Ey, gucke da! Gut, dass Brücken überbewertet sind. Oh Gott, die Truhe kotzt mir Erz entgegen. Und das nicht zu knapp. Aber selbst wenn, wir kommen ja ohne diese... Es fühlt sich echt ein bisschen klunkig an manchmal. Ein bisschen... stockend, muss ich jetzt mal so gestehen. Nein, da war noch Erz. Scheiße. Oh, das, ist das noch da? Sekunde mal. Das ist doch bestimmt noch da, oder? Ja, sehr gut. Oh Mann, aber dass man hier auch die Türen denn tatsächlich noch hat, wo man mit anderen Schwertern hin muss, finde ich ziemlich geil. Jetzt würde ich auch gerne wieder mal. Jetzt würde ich gerne andere Schwerter haben. Und wer baut hier solche Treppen? Ihr braucht definitiv mehr Treppen hier in euer. Oh, Jesus. Jesus, ist gut jetzt. Warte, Moment mal. Ach so. Seht ihr das da? Diesem einen Edelstein? Das ist eine Textur, aber ich finde die generell. Alter. Nur mal so, wie die Edelsteine dargestellt sind, sieht verdammt cool aus. Treppen, nicht als Treppen. Schwertspieß! Oh, hi! Was seid ihr denn? Vermeidet den Zauber des Zauberers. Nach der Explosion wird er... Oh Gott. Okay, ihr seid Nervensägen, ich merke das schon. Ach du Scheiße, super. Ja. Habe ich ihm das Ding gerade echt in den Arsch gerammt? Geht doch, locker aus der Hüfte. Eins hoch. Die Guten, die Bösen und die. Und Dio? Ich will nicht wissen, was Dio damit zu tun hat. Höchstwahrscheinlich wäre Dio einfach nur hier und wird sich denken, ja, yeah, Digga, ich bin auch da. Oh, komm, wir nutzen den Enterhaken mal weiter. Ja, gut, dass der Schroschmann das tut. Oh, komm mal, ein Rubikswürfel. Ein Windartefakt. Das war wirklich horrible. Get it? Außerärztlich. Wirklich? Das ist ein fucking Ernsterzähler, Typ. Ich hab dich im Part vorhin auch gelobt. Du bist ein Arschloch, weißt du das? Okay, belassen wir es. Er war tired of slaughtering ravens. Maybe it was time to test out the new weapon.
He turned a knob on the Sky Ripper. It made strange mechanical noises. The wheel spun faster. It began to hum. Gleich explodiert das Ding. Was following his every step. At least it acknowledged him as the master. But there was no trigger. How was he supposed to fire it? Fire, he said. Nothing happened. Well, maybe it just needed to warm up. After all, it hadn't been fired in thousands of years. Okay. Geil. Feuerextrakt. Oh, jetzt will ich ein Feuerschwert. Aber das kriegen wir dann jetzt beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und noch einen schönen Tag euch. Bis zum nächsten Mal. So, Leute. Bäh.